Hallo meine Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Action Haul. Wie beim letzten Action Haul schon erwähnt, brauchte ich noch etwas oder beziehungsweise musste ich noch ein bisschen was nachkaufen, da es mir zu wenig war. Und das habe ich auch jetzt getan. Und zwar habe ich einmal hier nochmal diese Deko-Naturschnur geholt. Und zwar sind hier 8 Meter drauf und ja, soll dann auch dazu dienen als Deko für die Hochzeit, die nächstes Jahr hoffentlich stattfinden wird. Und ja, da ich mir ein bisschen unsicher war oder ziemlich sicher war, dass es sich nicht ausgeht, es nicht reicht für das, was ich geplant habe, habe ich jetzt vorsichtshalber noch ein zweites Ding hier geholt. Ich finde auch, man kann sonst auch zu Hause notfalls noch dekorieren mit so Sachen. Mir gefällt das richtig gut und ja, habe ich jetzt noch nachgeholt und auch diese Gläser hier habe ich nochmal geholt und zwar habe ich da hier schon 6 Stück von diesen Gläsern zu Hause und habe jetzt nochmal 3 nachgeholt, einfach damit auch genug vorhanden ist. Ja, die sollen aber auch zur Hochzeit als Vase dienen, also als Tischdeko und nach der Hochzeit dann können sie dann als Gläser verwendet werden. Ja, was würde ich denn mit 9, 10 Vasen machen? Von dem her, ja, finde ich das eigentlich eine ganz, ganz gute Idee und um den Preis, ja, bei Action kann man so etwas gut kaufen, sage ich auch immer wieder dazu. Ja, Action ist halt doch vom Preis her sehr, sehr, sehr günstig. Für meine Tochter durfte dann hier ein kleiner süßer Snack mit und zwar sind das so Kuchen mit Schoko drinnen, was ab und an eigentlich ganz süß ist. Ja, der Kuchen schmeckt ja auch wirklich sehr gut. Wir haben den schon mal gehabt und ich bin mir ein bisschen unsicher, ob ich hier vielleicht auch nochmal so einen Adventskalender machen soll mit ein paar verschiedener Produkte. Ich habe noch einiges zu Hause, das ich immer wieder so ein bisschen mitnehme, wenn mir etwas auffällt. Und ja, vielleicht. Ich mache ja eigentlich jedes Jahr einen selbstgemachten Adventskalender. Vielleicht sollte ich mich da aber dann doch schon sehr, sehr bald darum kümmern. Wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht, ist schon die Adventszeit da. Und ja, mal sehen, hier sind auf jeden Fall 5 Stück drinnen. Das wären 5 Türchen schon mal. Wären 5 Türchen schon mal voll zumindest. Ja, mein Mann hat sich dann ausgesucht und zwar, ich weiß nicht, ob ihr unser Weihnachtsdorf kennt. Das gibt es im Baumarkt zu sehen und mein Mann ist sehr, 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 sehr dahinter, da immer wieder aufzustocken. Und bei Action gab es jetzt das hier, das ist so ein Rollschuhverkäufer mit einer Bank dazu. Ja, wenn ihr nicht wisst, was ich jetzt meine, dann schaut gerne auf Instagram vorbei. Ich glaube, da habe ich das Video noch in den Highlights gespeichert. Ja, unsere Kommoden sind alle voll mit diesem Weihnachtsdorf. Vielleicht gibt es für dieses Jahr dann auch nochmal ein aktuelles Video. Da könnt ihr dann sehen, was ich so meine jetzt mit diesem Weihnachtsdorf. Dann durften diese Pappteller mit und zwar nicht für irgendwelche Sachen zum Essen und auch eigentlich nicht für Kekse gedacht, sondern zum Basteln für meine Tochter. Es gibt so unendlich viele tolle Ideen, mit denen hier Sachen zu basteln. Ihr könnt da gerne mal auf Instagram schauen, nicht Instagram, auf Pinterest schauen. Da gibt es jede Menge an Ideen und deswegen habe ich das hier jetzt mal mitgenommen. Und hier sind auf jeden Fall 20 dieser Tellerchen drinnen. Und noch mit dazu habe ich das hier gekauft, das ist dieses Crepe-Papier. Da haben wir ein bisschen etwas schon zu Hause und das sind jetzt ein bisschen so Pastellfarben auch mit dabei. Die Farben haben wir noch nicht zu Hause. Wie gesagt, zum Basteln jetzt zur kalten Jahreszeit einfach perfekt. Diese Zimtstangen durften dann beim Baumarkt mit. Ich liebe dieses Weiß-Rot als Deko für Weihnachten. Ja, finde ich, es gibt einfach nichts Schöneres als dieses typische Rot. Und ja, das wäre eigentlich ein Christbaumschmuck, also zum Behängen. Ich möchte es aber so einfach als Deko verwenden. Genau. Dann geht es weiter hier mit Kleidung. Und zwar hat sich meine Tochter nochmal Socken ausgesucht. Und zwar diese hier.
Sie hat schon ein Paar, aber mit ein Paar kommt man ja nicht weit zu Weihnachten, finde ich. Weihnachtssocken einfach ein Muss. Auch bei mir und mein Mann hat auch gerne Weihnachtssocken. Und ja, habe da jetzt die Größe 27 bis 30 genommen. In ihrer Größe gibt es eigentlich nicht mehr so viel Auswahl. Die Sachen sind dann immer relativ schnell ausverkauft und deswegen habe ich auch gleich nochmal dazu gegriffen und habe ihr diese Socken hier geholt. Einfach weiter gab es dann Weihnachtspullis und da habe ich auch einen für meine Tochter mitgenommen. Und für Mädchen gab es dann eh nur mehr diesen hier in dunkelblau mit diesem Rentier drauf. Ich würde sagen, wir packen den gleich mal aus, denn es wird nicht mehr lange dauern, dann wird sie den auch tragen. Wenn ihr das Video seht, wird wahrscheinlich, wie gesagt, schon Weihnachtszeit oder Adventszeit sein. Ja, auf jeden Fall, da finde ich das Material auch ziemlich gut. Bei dem, den ich letztes Jahr gekauft hatte, den Weihnachtspulli für meine Tochter, da finde ich das Material nicht so gut. Also im Gegensatz zu dem hier, der ist echt top. Den habe ich jetzt auch in der Größe 122 bis 128 schon genommen. Und sprich, der oder hoffentlich passt der dann auch das nächste Jahr noch. Und er ist jetzt nicht allzu dick, den kann man wirklich gut tragen, auch zu Hause. Ja. Dann habe ich auch beim letzten Mal euch das hier gezeigt und habe da jetzt ein bisschen noch aufgestockt. Und zwar dieses Art Diamond Painting, aber halt für Kinder. Und das ist schon ab 3+. Finde ich sehr, 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 sehr toll. Ist so ein A4-Blatt. Ich habe es euch beim letzten Mal auch gezeigt. Da war es ein Schmetterling mit einem Smiley drauf. Und jetzt habe ich hier zu diesem großen Smiley gegriffen. Ja, zeige euch wieder den Inhalt und zwar einmal hier die Vorlage. Dann, da stehen auch hier diese Zahlen oben, zum Beispiel da A1, A2, F1, B1 und dazu gibt es dann auch jeweils die Säckchen mit den Steinen drinnen, auch beschriftet mit den Nummern. Hier steht F6, B1, also dass man dann auch das Richtige draufklebt. Und das Werkzeug dazu ist dann auch noch hier mit dabei. Ich bin echt gespannt, wie sie sich da macht. Damit, vielleicht schenke ich ihr auch eins zu Weihnachten oder halt auch zum Nikolaus. Und ja, denke, da wird sie sich bestimmt freuen. Und dann habe ich für mich etwas Süßes mitgenommen. Und ja, bei so etwas kann ich nicht, ich kann es einfach nicht, dass ich bei so etwas vorbeigehe. Und zwar ist das so ein Marzipanbrot, nennen sie es. Ich weiß, manche werden sich jetzt davor ekeln. Manche Leute hassen ja Marzipan. Ich liebe es. Und das Beste finde ich dann die Kombi aus Marzipan und dunkler Schokolade. Ja, ich liebe es. Dann habe ich für meine trockenen Füße, ja, zur kalten Jahreszeit habe ich schon des Öfteren erwähnt, ist meine komplette Haut von Kopf bis Fuß eigentlich trocken und habe mir jetzt diese Fußmaske hier wieder mal mitgenommen. Das ist die hier mit Shea Butter und Vitamin E. Genau, und ich glaube mit einem Lavendelduft. Ja, ich habe die letzten Jahre auch immer sehr, sehr gerne verwendet und abends dann zur Couch, also zum Fernseher dann angezogen, obwohl ich eigentlich nicht wirklich Fernsehen tue. Ich sitze dann meistens entweder am Laptop oder an meinem Handy. Ja, zu guter Letzt habe ich dann noch das hier mitgenommen. Ist, glaube ich, auch so eine Art Diamond Painting und ist, glaube ich, etwas, ich würde jetzt sagen, hochwertiger. Bin mir da jetzt nicht ganz so sicher, aber vielleicht schauen wir da auch kurz rein. Also hier ist so ein Buch dabei und dann dieser Stift. Die Steine hier und dann auch noch Sticker. Um mir jetzt ein bisschen mehr darunter vorstellen zu können, schaue ich jetzt schnell in das Buch rein. Naja, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt in das Buch reingesehen und da ist eigentlich nichts vorgemerkt für diese Steinchen. Das ist einfach nur so spaßhalber, irgendwo hinzugeben, wo man will. Aber das ist vielleicht auch eigentlich gar nicht so eine schlichte Idee. Kinder wollen ja einfach das tun, was sie wollen und da kann sie dann selbst ihre Kreativität freien Lauf lassen. Auf jeden Fall sind hier ganz normal auch die Steine mit dabei, aber nicht so viele. Ja, mit dem anderen
bin ich auf jeden Fall doch ein bisschen zufriedener, so vom ersten Eindruck. Aber ich werde auf jeden Fall sehen, wie es bei ihr ankommt. Und ja, das war's auch schon wieder mit meinem Action Haul. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.